Guten Tag. Was ist? Sind Sie miet? Tja, das ist das Wetter. Aber ist dann immer besser dort das wechselseitige Wetter. Wie immer dort das mit den ganzen Erdbeeren. Nee, nicht Erdbeere, Erdbeere. Ne? Nee, aber so wie ich dem Wetter kann man nichts dran machen. Ne? Ah, ums. Hans und Hilde schon gesagt, ich mein grad ums. Ne? Mir ist es nicht. Bin jetzt doch kein Meteorologe. Ne? Mein Vater hat immer gesagt, sein Vater hat immer gesagt, immer wenn es Schnee gibt, es kann nicht mehr lang dauern, bis es auch glatt ist. Und seine Mutter hätte in so Situationen immer gesagt, au, au, au. Sitz mich mal hin, ne? Haben Sie einen Moment Zeit? Ah, ne, ich will Sie ja nicht auffallen. Hei. Kennen Sie den Spalter, Manfred? Was? Ja, woher? Hä? Was? Aus Seebrücke. Aha, haben Sie das jetzt freigesprochen? Das sagt man, Herr Bickerstab, mir fällt nichts in, ne? Na, wissen wir's. Nee, du. Haben Sie das jetzt aufstanden? Der Spalter Manfred hat jetzt einen Hund, ne? Das hat dem noch gefehlt. Ich habe früher ja, also ich wollte mir immer nur einen Hund holen und von daher kenne ich mich mit Hunden aus, ne? Aber wie der mit dem Hund, ich glaube, dem Hund geht's besser wie dem seiner Frau. Ah ja Gott, der Hund freut sich, wenn er aus der Wirtschaft kommt. Ne? Und nervt nicht, ne? Der putzt dem Hund mit Bübchenöl die Ohren aus, ne? Und du lieber Gott noch einmal, ne? In dem Motor gehört Öl. Der ist doch drauf angewiesen, nicht? Oder im Hilde sei Backofen. Das hat ja naja Backofen, ne? Mit Oberhitz und mit Unterhitz, ne? Und es hat die Fliegenhitz. So, der Backofen ist selbstreinigend. Also der reinigt sich selbst, ne? Aber doch nicht Hundeohren, ne? Geliefert. Irgendwann bellt der Hund noch so blöd wie der Spalter, Manfred. Bin ich aber gerade froh, wenn ich sitze. Strammer da, Herr. Heute Morgen hat das Telefon schon zweimal laufend geklingelt. Das erste Mal hat er sich verwählt. Das zweite Mal hat er aufgelegt. Und das dritte Mal hat er es dann schon gar nicht mehr versucht. Als ob man sonst nichts Besseres zu tun hätte. Obwohl, gestern war es nicht besser. Das Telefon hat zwar nicht geklingelt, aber abends haben wir müssen aufs Geburtstag gehen. Nicht? Und ist so da ja auch schnell vorbei. Nicht? Aber wie schon gesagt, was will man machen? Ich kann auch nicht mehr machen, wie du machen kannst. Nicht? Eins nach dem anderen. Nicht? Der Albert hat sich ein neues Garage da eingebaut. Sagt er, er hätte das noch nie gemacht. Er sagt, Albert, ich auch nicht. Und dann sagt er, ah, ey, das macht sich gut, könntest du mal ein bisschen helfen. Wenn Sie mich fragen, haben die dem ein falsches Tor geliefert?
Wir haben das durchgesetzt. Jetzt geht's nicht zu. Wissen auch warum? Weil es gar nicht erst aufgeht. So fängt's schon mal an. Ne? Wie ich damals hinkommen bin, haben wir uns die ganze Sache angeguckt und es sagte, Albert, trinkst du eine Flasche Bier? Ich sag, wer schafft, muss auch was trinken. Ich sag nicht mehr, wenn der Motor läuft und dann läuft er. Nee, aber das sind so da, du reißt's nicht ab. Heidmeier habe ich im Wohnzimmer, soll er schon die Gardine abmachen. Ich sag, oh, lass mir mal meine Ruhe. Wenn du so willst, könntest du von Mainz bis oben schaffen. Ich muss aber auch Schluss. Es geht an die Nerven. War er noch beleidigt? Wie ich gesagt habe, komm, mach kein so Geschiss mit dem Hund. Die Ohren mit El auszuputzen. Sagt er, Mama, wie, kümmere dich nicht um fremde Gefilde. Ich sag, brauchst da keinen Gedanken zu machen, meine Frau macht die beste Gefilde. Ist gut, hä? Nee, na ja, okay. Wenn sie es nicht bestehen, brauchen sie klatschen, ne? Das klappt ihnen hier doch keiner, ne? Nicht die macht die beste weg, aber so groß wie 100 Kiesel stehen, ne? Das Hilde geht jetzt oben als Turne, ne? Wie es erste Mal Turne ist, ist es auch so, ja, wann geht's denn immer? Um 6 Uhr ist es fortgegangen. Um 7 Uhr haben sie es per Einschreibe wieder zurückgebracht. Ihm wird alles wehtun. Was machst du so blöd, sag ich? Ja, welche die Figur? Ich sag, was für Figur? Uns Essen wird's in Zukunft portionieren. Ich sag, das machst du. Heißer, dann esse ich nichts mehr. Heißer, deinem Sohn kannst du das Essen proportionieren. Heißer, der weiß nämlich nicht, was er essen soll. Aus purer Opposition. Wenn wir also mal essen gehen oder wenn wir daheim essen und es gibt Salzkartoffel, da isst der nur um die Geige zu sein. Krokette. Da kenn ich Platz. Kann man da nicht, wenn es Salzkartoffel gibt, Salzkartoffel essen? Müsste das dann Krokette sind? Ich habe gesagt, man muss also erst mal schaffen gehen, um das Geld zu verdienen, um die Krokette, zu bezahlen. Ja. Da heißt es immer, Arbeitslose verdienen kein Geld. Ne? Der Müller-Alvis, der ist arbeitslos, der geht öfter essen wie ich. Ne? Wahrscheinlich ist er auch noch Krokette. Ne? Ich habe zum Stefan schon gesagt, ich habe gesagt, willst du mal so wäre wie der Müller-Alvis? Ne? Da ist der aus reiner Auflehnung, ne? Ist der Krokette. Jo, das soll auch sowas bedeuten. Ne? Wahrscheinlich schmeckt es noch nicht einmal. Ne? Auf der Beerdigung vom Pfarrer Riedl hat es oben nur der, sagt man dann, Trauerlichkeit. Ne? Also, da bei dem geselligen. bei der bunten Trauerfeier. Ne? Hat's Braten gibt und auch Krokette. Na, habe ich die Bedienung gefroht, ob ich Salzkartoffel haben könnt. Ja. Ne, sagt sie, kein Problem, aber versuche mal, das die jungen Leute heute dabei zu bringen.
die Männer noch mal wollte schikanieren. Noch nicht einmal damals noch im Krieg, wo es dann allmählich noch einmal was zu essen gibt, hat ich gar keine gegessen. Weil es nämlich kein Gepp hat. Ich habe zum Stefan gesagt, wenn du mal dein eigenes Geld verdienst, kannst du Krokette essen. Von morgens bis abends. Nur sich daheim hinsetzen. Von morgens bis abends. Und auf der Vorruhestand zu warten. Heißer, dann kriegst du vom Malteser Hilfsdienst ab und zu mal Schnaps. Und das war's dann. Nur uns ewig auf dem Juppe rumfallen, heißer, gibt's nicht. Ich habe gesagt, wenn deine Generation mal unsere Wirtschaft stützen soll, ne? Ach du lieber Gott. Noch einmal, also, du kannst dann im Supermarkt, kann man dann Rauschgift kaufen. Nicht? Und der Dings da, wie heißt das, sei Michael Jackson, also, der ist dann Bundeskanzler. Kennst du denn nicht den Michael Jackson? Das ist der, wo Moneja war. Ne? Der macht jetzt Musik. Tja, das ist alles zu lasch. Alles zu lasch. Ich im Fernseher als ihn mit den ganzen Flüchtlingen. Früher sind Flüchtlinge, wie man das im Fernsehen gesehen hat, in der Tagesschau, ja, die sind zu Fuß geflüchtet. Heute kommen sie schon mit dem Schiff. Nur überall, wo sie hinkommen, in die ganzen Länder, da heißt's, ja, heute geht's schlecht. So, und dann kommen sie zu uns. Das gibt mir eine regelrechte Menge. Eine regelrechte Menge. Die kommen auf der einen Seite rein und drücken uns auf der anderen Seite aus. Dann sind wir die Neger. Dann schwimmen wir im Mittelmeer rum. Wo die überall rumkommen. Ja, nee, und warum das Ganze? Weil sie halt da nichts anderes im Kopf haben, wie unter anderem eine Krokette. Ich habe am Stammtisch schon gesagt, die Politiker müssen sich immer noch umgucken. Ich sage immer, eine weiße West ist noch lang kein Schwimmwest. Bekannter vom Schindler Gregor, der ist da in so einer Hilfsorganisation und der flieht da immer in die ganze Länder. Der war da jetzt in Afrika, wo da die Überschwemmung war. Und der sagt, das Schlimmste an der Überschwemmung ist nicht das Wasser, sagt er, die meisten kennen Schwimmen. Ne? Und der sagt, es gibt auch schöne Elendsländer. Ne? Ajo, der macht dort anschließend immer Urlaub. Ne? Sah das so viel Sonnenuntergang, hätte er hier noch nicht gesehen. Ne? Aber die Leute halt, sah er, die sitzen dort auf der Straße rum, ne? Sah er, die gucken vor sich hin. Ne? Regelrecht, padisch. Sah er, die sterben förmlich an
aus Langeweile. Ne? Ja, denn fehlt die Abwechslung, ne? Habe ich zum Stefan auch schon gesagt. Ich habe gesagt, ihr wisse vor lauter nicht mehr, was ihr noch wolle. Ich habe gesagt, euch fehlt die Abwechslung. Ich bin früher für meine Mutter in Kauf gegangen. Ich habe meinem Vater müssen ab und zu helfen. Ja, das war eine Selbstverständlichkeit. Aber die jungen Leute, die gehen ja jetzt da, die haben ja Termine. Die, was? Das nur schon Heere. Ich habe mir jetzt für den Garde einen Laubsauger geholt. Ne? Einen Laubsauger, verstehen Sie? Also kein Staubsauger. Einen Laubsauger, ne? Weil der Meierkurt hat gesagt, was für der Garde ein Staubsauger? Er sagt, hört doch zu. Einen Laubsauger, ne? Wie ich das erste Mal gehört habe, ich war Staubsauger verstanden. Laubsauger, ne? Also feine Angelegenheit, wirklich. Der hat ein Gebläse. Das nur anders rumläuft. Also kannst du aber auch so instellen, dass man das Laub fortbläst, ne? Also muss so und muss so. Wie ich das erste Mal ausprobiert habe, habe ich das gar nicht gemerkt. Wie ich fertig war, habe ich gesehen, habe ich das ganze Laub zum Nachbar geblößt. Ne, sah der, er hätte schon gewundert, er hätte dies hier so viel Laub. Weil der hat nur Tanne. Ich hab gesagt, wenn sie Laubsauger brauche, ich habe ihn noch. Ich wollte auch schon zum sagen, wenn sie mal mehr Rase mehr ausprobieren wollte, ich hätte auch Rase. Na gut, ich habe so nicht viel mit dem zu tun. Ne? Der ist ja nicht von da. Die sind damals da hergezogen. Ich weiß gar nicht von wo, aber trotzdem. Ne, nee, ich kann mit dem nichts anfangen. Ne? Der macht da auch so, uff. Der hat auf dem Garage, da hat er Solarzelle. Ne? Ich habe nichts gegen Solarzelle, aber nee, die Einstellung halt, ne? Jo, der findet ja auch dort die Propeller so gut, wo da in der Gegend rumstehen, ne? Ich habe gesagt, was Menschen, was die Strom brauchen, bis sie sich überhaupt mal... Ja, das sieht alles so gut aus, ne? Aber... Nee, wie gesagt, ich kann mit dem nichts anfangen. Ne? Der hat damals, wie er da herkommt, ist eine Firma normal so sehr still gehabt. Ne? Dann hat der plötzlich 2, 3 Kollegen unter sich gehabt. Dann hat er 8 oder 10 Kollegen, wo er dann so die Abteilung, ne? Dann haben sie 2 Abteilungen zusammengelegt, wo er dann der Dings war. Also so der Haupte, ne? Und dann war er noch Stellvertreter von irgendjemand, ich weiß jetzt nicht was, und der hätte jetzt in der Firma, jetzt wie sagt man, ich hatte schon ein paar Mal gehört, wo man in der Firma, also wo sie dich all kennen. Also jetzt nicht der Chef oder so, nicht gibt denn der Firma ja so viel Zeit, Tarifverträge und nicht ein Teilzeitbeschäftigung und kann die nicht, ein ach du lieber Gott, nicht. Also jedenfalls, der hätte jetzt in der Firma, wie sagt man dann, wenn man jemand hinter dem seinem Rücken die Meinung ins Gesicht sagt?
Mobbing. Das hätte er jetzt. Ne? Ah ja, das kommt immer dabei raus, wenn sie immer das Modernste wollen. Ne? Es muss anstrengend sein, weil er sieht in letzter Zeit schlecht aus. Ne? Wie sie damals da hergezogen waren, waren wir immer dort eingeladen zum Essen. Und dann sagt Hilde später, ich hätte uns so furchtbar blamiert. Ist nur, weil ich ein bisschen viel Bowle getrunken habe. Aus der Schüssel. Ananasbowle. Ich habe es später beim Kurze gesehen. Ich bin extra noch vom Klo in die Küche, ne? Und haben gesagt, wie kann man dann so große Sticker machen? Da ist auf der Ananas noch die Maserung, alles, ne? Ja, wenn so ein Ding stecken bleibt, machst du es genau so. Dann hast du nur die Wahl in Nuller oder Nuff, nicht aber. Irgendwo muss die Ananas bleiben. Ne? Das ist von die hat es gegeben, das weiß ich noch. Wenn man keinen Hunger hat, geht's. Ne? Fondue kennen Sie. Braucht man nicht drüber so schwätzen, ne? Der tobt mit dem heißen Ale, nicht? Der Spiritusflamme drunter hat. Gut. Und dann das Glücksspiel mit den Mikado-Stäbchen, ne? Wie in Spanien, ne? Nur bei denen ist es Fleischgräser, ne? Und es läuft dann noch ein Geige. Ja. Fondue ist ja tot. Ne? Seine Frau hat gesagt, du von meinem Solarpropeller-Nachbar, ne? Sagte, die Fondue-Soßen sind immer eine Menge Arbeit. Heißt, sie brauche doch nur mit einem Kaffeelöffelchen unter den Deckelrand. Also wenn es dann so rumdreht, wenn es dann so leicht knackt, also dann bist du der Chef. Ah, ich will Ihnen kurz was erzählen. Der Kronzucker-Otto, der da in der Baustoffhandlung schafft, der hat sich von dort, von dem eluxierten Alurohr, ja, also mit heim genommen. Zur Ansicht. Ja, war der Ansicht, das könnte man so machen. Na, hat es für über die Haustür so eine Konstruktion gemacht, für so ein kleines Vordach. Wie er fertig war, hat er dann doch Bedenken gekriegt. Und dann sah er, ja, so kann ich so schlecht zurückbringen. Ne? Na, hat er es dann doch über die Haustür gemacht. Ne? Sieht schön aus, wirklich. Also mit Glas, ne? Ah, von der Firma. Ah ja gut, Glas sieht man nicht so, wenn man es mitnimmt. Ne? Jetzt, weil ich erzählen wollte, dann haben sie gegrillt, dann war es der Chef, der war Ado. Und wie der das eluxierte Alurohr gesehen hat, sagt der Herr Kronzucker, das gleiche Material haben wir jetzt auch in der Firma. Das sagte Kronzucker Otto, jetzt nicht mehr. So nur dem Motto, Fettdäppchen komm raus, hatte ich gesehen.
Der Meier kurz sagt, ihm wäre das mit dem Vordach viel zu viel Arbeit. Na, ich sage, das glaube ich. Also bei dir wäre ich gern Bewegungsmelder. Also brauche ich nicht viel zu schaffen. Es will ja auch abgesehen davon, heutzutage können wir was schaffen. Nur, dass ich für die anderen die Arbeit mache, sehe ich nicht in. Kann auch nicht mehr wie schaffen. Man zieht seine Sache durch und fertig. Heute Morgen sagt Hilde, schreib mir Toastbrot auf den Einkaufszettel. Na, hat man wieder, wie schon so oft, der Kugelschreiber nicht geschrieben. Sieh, da räch ich mich jedes Mal so drüber auf, da krieg ich regelrecht es Steche in die Brust. Den Kugelschreiber haben wir mal von der CDU geredet. Ne? Bei irgendeinem Wahlkampf. Ne? Ich nehme an, dass wir den jetzt wieder zurückgeben müssen. Ne? In dem gleichen Jahr haben wir von der SPD einen Kugelschreiber geredet. Also ich vermute, dass er von der SPD war, nicht? Weil es hat drauf gestanden West-LB. Ne? Ja, nee, aber da fängt man schon an, sie überlegen, was macht man, ne? Bei den ganzen Wahlgeschenken. Ne? Mir ist das regelrecht, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, nicht? Aber nicht direkt unangenehm, aber fühlt sich ja doch verpflichtet. Ne? Von der FDP haben wir das aber schon, ach du lieber Gott, da war es noch hochprozentiger. Ne? Da war der Genscher noch dabei. Haben sie noch einmal einen mehr gehabt, ne? Jetzt sind sie noch so viert, ne? Oder also, mir ist jetzt egal. Und da haben sie damals im Hilde persönlich ein Päckchen Katzenzunge überreicht. Halt bitter und ganz hart. Ne? Ich glaube, dass man die gar nicht mehr essen kann, ne? Ich mache die jetzt immer unter den Tisch, wenn er ein bisschen wackelt oder so, ne? Die Min von dem CDU-Kugelschreiber hat am längsten geschrieben. Aber der SPD-Kugelschreiber war stabiler. Ne? Ich damals die Min von dem CDU-Kugelschreiber in den SPD-Kugelschreiber nie gemacht. Habe ich noch zum Hilde gesagt, jetzt haben wir Koalitionskugelschreiber. Die Vetter war ein bisschen schwach. Ne? Wir meinen, dass die von der FDP war. Ne? Am Stammtisch habe ich gesagt, die Lehrmin hätte man an die PDS geschickt, damit sie ihr Programm aufschreiben können. Ne? Hey, nee, ist jetzt egal. Von der Grünen haben wir, glaube ich, gar nichts gekriegt. Aber die sind wahrscheinlich auch noch gegen Kugelschreiber. Ne? Weil er immer was Eichnes gebackt hat. Wie der Stefan mit seiner Krokette. Ich habe zum Stefan schon gesagt, ich habe gesagt, deine Mutter ist nicht deine Kantin. Ich habe gesagt, die ist für die Allgemeinheit da. Ich habe gesagt, wir können auch nicht mehr wie schaffen. Also wenn das nicht passt, muss ich gucken und damit passt er. Wenn ich immer sie hätte, du eine Sonderstellung. Wie du die ganze, durch die Bank weg, Ausländer. Das hand die so schnell spitz. Bei uns schafft seit kurzem ein, sie ist ja dann Täge. Ne? Siehst du dem auch schon an. Ne? Also nicht jetzt einer wie der, wo du geboren ist, in dem sehr ältere Deutsche sind. Ne? Das ist ein richtiger Täge so. Ne? Oft siehst du das gar nicht. Ne? Oft, wo man sagt, ach, der sieht eigentlich manierlich aus. Ne? Ja, bei dem muss das so in der Tradition. Dem sein Vater war schon Türke. Ne? Ja, sie lachen, das ist so.
Ne? Das geht doch über Generationen, oder wie man das sagt. Ne? Immer als drauf. Ne? War bei mir selber. Ne? Mein Großvater hat nicht geracht, mein Vater hat nicht geracht, ich rache nicht, ne? Der Stefan hoffentlich auch nicht. Und Hildi so, das hat ja noch nie geracht. Ne? Gut, das gehört jetzt auch nicht so zur Familie. Ne? Hallo? Hallo? Was zieht's? Nee, als Hilde geht jetzt nicht also in die Richtung von meinem Vater. Stehen Sie? Ich habe mit dem Hilde ja so nichts zu tun, ich habe das hier nur geheiratet. Ne? Das war für mich hier damals eine mutterseelenfremde Frage. Ne? Oder wie man das sagt, ne? Wild allein. Ne? Ich kümmere mich abgesehen davon gar nicht um die Verwandtschaft. Oh. Wenn man die ab und zu mal sieht, sagen wir bei der Beerdigung oder so, ne? Jo, das langt gerade. Ne? Der Bruder vom Hilde, habe ich auch das letzte Mal bei der Beerdigung gesehen. Ne? 65. Ist ja auch kein Alter. Ne? Der hat damals fast zur gleichen Zeit geheiratet wie mir. Dem hat damals die Hochzeit so Spaß gemacht, der hat dann noch dreimal geheiratet. Jos Hilde hängt ja heute schon am Stefan. Er sollte mal gucken, dass er ordentlich die Frage kriegt. Ne? Ich sage immer, denn du kommst doch heute da nur noch drauf an. Ich habe gesagt, die spekuliere doch drauf, dass er daheim wohnen kann, dass seine Mutter für sie wischt, kocht, bichelt und macht und er leidet auf der faulen Haut. Ne? Ich habe gesagt, ich habe keine Pension für Arbeitslose, die nicht schaffe. Ne? Habe ich nicht. Ne? Wüsste ich nicht. Doch kein Klingelknopf gesehen. Ne? Ja. Also der Stefan schleppt als Mäder an, da kann ich als nicht mehr schwätzen. Neulich hat er eins dabei gehabt. In jedem Ohr aber mindestens drei Ringe. In der Nase hat was drin gesteckt. Und in der Augenbraue ein Ring. Also sowas gefällt mir nicht. Ihnen? Nö. Sehen Sie? Warum, wie sagt man? Piercing. Ne? Ich habe gesagt, die muss ich ja Blitzableiter auf der Kopf rufen. Ja. Ich habe am Stammtisch schon gesagt, ich würde ihm Blitz hier 5 Mark geben, wenn er mal Ninschland geht. Das ist doch wahr. So, Meier Gott, habe ich gesagt, sag mal, hast du Naturpiercing? Sagt er, was soll denn das hin? Habe ich gesagt, hast Ringe unter der Augen. Wisst ihr, was wir früher gehabt haben? Schwiele an der Hand. Was? Was war das? Vom Schafe. Vom Schafe, ja. Als ob Sie das wüssten, was das ist. Ne? Huckt sich da hin und schwätzt dominin. Ne? Aber wir haben das wirklich noch gehabt. Ne? Aber das war da so. Ne? Und heute ist es so. Ne? Nur ob es heute besser ist, klappt das nur nicht. Um auf die ganzen Ausländer zurückzukommen. Es hat doch früher in dem Sinn
gar keinen Ausländer gibt. Können Sie sich daran erinnern, dass bei Ihnen früher im Ort ein Ausländer gewohnt hat? Das hat da mit den Eisdiele hat das angefangen. Wo dann die erste Italiener die Frau überfallen. Ne? Ja. Dann ist das noch mit der Pizza gekommen. Ne? Ich habe immer gesagt, wenn sie keiner gesehen hätte, hätte sie schon gemerkt. Ne? Aber da ist der Deutsche, ne, der lässt sich da immer inwickeln. Ne? Wie damals mit der Kaugummis von den Amerikanern. Ne? Fahren Sie mal Taxi. Wenn er dich überhaupt versteht, kannst du froh sein, dass, wenn er dich dorthin fährt, wo du hin musst, dass er nicht noch über Istanbul fährt. Die Tochter vom Holzer Manfred, das ist der, der dort die Eiswarehandlung gehabt hat, die hat damals einen Italiener geheiratet. Tja, die war dort dafür bekannt. Im Holzer Manfred sei Vater hat damals die Firma aufgebaut. Ne, geht die hin und tut ihrem Vater das an. Ja, es gibt Leute, die gehen über Leiche. Ne? Und die Kinder sind nachher die Leidtragenden. Ne? Obwohl der Holzer Manfred hat überhaupt so Probleme mit seinen Kindern, nicht sein ältester Sohn. Das ist der Holzer, Roland Holzer. Der hat vor ein paar Jahren mit einem Kollegen zusammen einen Holländer niedergestochen. Sie haben sich dann aber entschuldigt. Ne? Sie haben gesagt, es war eine Verwechslung. Ne? Sie haben gemeint, es wäre ein Türke. Ne? Und sein Vater hat sich ja damals so furchtbar darüber aufgeregt. Ne? Er hätte damals hätte er gesagt, du guckt mal. Ich kann mich jetzt in der Hinsicht beim Stefan nicht beklagen. Ne? Bis auf die Sache mit der Krokette halt, nicht? Aber. Naja. Silde wird jetzt kulturell. Das hört doch dort die drei da so gern singen. Sagt man dann, gibt's doch da so drei Tönäre oder wie, ne? Also ich weiß schon, wie die heißen, nur ich sage halt immer, der Placebo Flamingo, ne? Der Porsche Carrera und der Sarotti, ne? Ich sage zum Hilde immer, jo, lass es singen. Ne? Der Dick singt doch sowieso nur wie ich der Spaghetti. Ne? Der ist bestimmt eine Mafia. Ne? Mir hat ja der Rudi Schurige immer so gut gefallen. Ne? Bis er dann gestorben ist. Ne? Und die Fischerchöre. Ne? Die leben ja noch. Ne? Ich habe es dem Hilde schon ein paar Mal gesagt, der Gotthilf Fischer, der wehrt sich immer so gegen die Chöre, ne? Ne, das weiß ich besser. Ne, der dirigiert. Aber was der Stefan doch jetzt dafür entzeichnet, leg mich am Arsch. Das ist doch keine Musik. Kann Ihnen eins sagen, Musik ist für mich Musik. Was die da machen, ist doch keine Musik. Das ist, jedenfalls das keine Musik. Denn Musik ist, wenn einer Musik macht. Was die da machen, ist doch keine Musik.
der Unterschied zwischen Musik und Musik ist. Nee, eben nicht. Ist, dass das eine Musik ist und das andere nicht. Zuerst überlege und dann denke, nicht? Sagte Stefan, ihm wird das gefallen. Ne? So, wie sagen Sie da? Techno. Ne? Und du lieber Gott, noch ein Mo, noch ein In und noch ein Mo. Ne? Ist das Musik? Im Leben nicht. Sagen Sie, da fangen die Blinde wieder an zu sehen. Damit sie beim Fortlaufen sehen, wo sie hinlaufen. Zilde sagt, ich sollte in den Schlafzimmerschrank aber noch vor seinem Geburtstag streichen. Boah, ich sag jetzt, halle Mutter Balle flach. Also, wir feiern nicht im Schlafzimmer. Eins nach dem anderen. Also, machen wir sie eh schon mal. Mal langsam. Ne? Also, ich kann auch nicht mehr wie schaffen. Ne? Sagt Hilde, du hast doch gesagt, Farb und Pinsel wäre schon da. Also, dann geh ich in den Keller und sag dem Pinsel, weil ich hatte ja schon mal Lust und fang schon mal an. Ne? Man muss doch amulen. Das will doch alles gemacht sein. Es ist ja nicht so ehrlich, dass man sagt, es wäre dringend. So ein Schlafzimmerschrank kann man mal streichen. Irgendwann. Jo. Aber da brauchen Sie sich jetzt nicht drüber aufzuregen. Ne? So. Ich habe zum Hilde schon gesagt, ich gesagt, wenn du nicht so früh Geburtstag hättest. Also könnte man noch mal drüber schwitzen. Ne? Ich habe gesagt, das da ist mir zu knapp. Ne? Also ich kann auch nicht mehr wie schaffen. Ne? So, jetzt gehe ich noch kurz schiffen. Sie geben doch zu, dass das mit dem Schlafzimmerschrank vorm Hilde seinem Geburtstag zu knapp ist. Ja. Ajo, ist zu knapp. Beim Wohnzimmertisch könnte man sagen, gut, das ist was anderes. Ne? Obwohl, da könnte man ja Tischdeck drüber legen, wenn man streichen müsste. Aber der muss ja nicht gestrichen werden. Ne? Nee, das ist mir zu knapp. Ne? Hilde sagt, wenn es für jemand vom Verein wäre, würde ich das machen. Ich sag, wer soll dann unser Schlafzimmerschrank haben wollen, ne? Sagt, ach, du musst das immer alles so ins Lächerliche ziehen. Und sie wissen ja, wie es geht, hat ein Wort es andere hin und her. Ne? Haben wir ja zwei da nichts miteinander geschwätzt. Aber muss das dann immer alles gleich so fortsetzen? Zum Stefan auch schon gesagt. Er sagt, bist wie deine Mutter. Es müsse dann Krokette sind. Ich hab gesagt, ich kann mir die Krokette nicht aus dem Ärmel schütteln.
Ich kann auch nicht mehr machen, wie ich es machen kann. Ne? Aber mach das dem nur klar. Ne? Der Mensch ist verschieden. Ne? Der eine ist so und der andere ist so. Ne? Ich hab dir schon gesagt, Männer und Frauen passen nicht zusammen. Ne? Sind unterschiedliche Interessengruppen oder wie man das sagt. Ne? Wie man dort die zwei da nichts miteinander geschwätzt haben, sagt Hilde. Schwätzt die jetzt nichts mehr? Also schwätzt doch auch nichts. Sagt ja, wenn du nichts schwätzt, brauch ich ja auch nichts zu schwätzen. Also da kann ich als nicht mehr schwätzen. Da ist die so stur. Ne? Ich sag dann aber auch nichts. Ne? Der Meiergott hat mir mit seiner Frau Balavera die Hand verzählt, da nichts miteinander geschwätzt. Also, jetzt sind Sie mal ehrlich. Früher, wie man noch. Ja. Verliebt war. Komm, hör auf mit so dumm Zeug, du. Jo, wann war es? 1836 oder. So hat es immer geheißen, das Schönste am Krach ist die Versöhnung. Ne? Heute ist umgekehrt. Das heißt, heute da wird ja alles diskutiert. Ne? Das nur schon Heere. Ist doch nur das Gespräch unnötig in die Länge gezogen. Was willst du dann mit so Leid wie dort, wie heißt er dann da unten, Saddam Hussein? Ne? Zwischen da großartig diskutieren, hast du ja alles gesehen. Ne? Ich sage immer da hin, drauf alle fertig. Verstehen Sie? Kopf Kerze, Ende der Diskussion. Ne? Ah ja. Oder in Amerika mit ihrer Todesstrafe. Ja, sie haben halt das Gesetz. Sonst rufen sie auch um Gesetz. Wenn du im Parkverbot stehst, stehst du im Parkverbot. Und dann bezahlst du. Fangen wir noch an mit dem großartigen Diskutieren. Der pappt dir Zettel an die Scheibe und fertig. Und so ist das mit der Todesstrafe auch. Glaub mir nur, dass er mancher sich das bei uns anders überlegen wird, wenn er wüsst, was auf ihn zukommt. Der Zigarettenautomat bei uns am Ecke ist laufend aufgebrochen. Ich sag beim Taschengeld zum Stefan immer 20 Mark. Wenn dir das nicht langt, und dann löscht es Sinn. Ende der Diskussion. Ende der Durchsage. Zum Hilde auch schon gesagt. Ich habe gesagt, die Diskussionen in Zukunft mit dem Stefan heere auf. Heißt, wenn der kein Salzkartoffel will, und dann soll er es lassen. Wenn ich mit dem Hilde früher immer diskutiert hätte, ein Mädchen hätte heute noch mit der Hochzeitsgäste vor der Kirche stehen. Gut, das wäre nicht das Schlimmste, aber. Das Essen wäre mittlerweile kalt. Ne? Abgesehen davon haben früher die Leute bei Hochzeiten oder so Vorkommnisse, das immer alles daheim selbst gemacht, frisch gekocht und so. Ne? Heute ist ja alles abgepackt in Dose und Konserve. Ne? Die Dose sind ja heute da innen drin so beschichtet, haben Sie schon mal gesehen? Das ist, damit das Blech nicht den Geschmack annimmt vom Rotkraut. Ne?
Nee, aber was heutzutage nicht alles in Konserve ist. Ne? Ah, du, das Japanische. Also ich habe bis heute noch nicht verstanden, was das ist. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Wo ist es so ein Fächelchen in eine Stoppuhr hucke? Oder Taschenrechner, was das sein soll. Was machen wir, wie sagen Sie? Taraguchi. Das tät Pfeife und dann müssten wir es füttern. Ne? Idee haben die Japaner. Ne? Stell dir mal vor, das Taraguchi gäbe es beim Hilde. Ne? Kennst nachts Pfeife so lange, wie es wollt. Ne? Heinz, hat ich dich gerade für druckeln lassen. Ne Satz, ja, dann könntest du aber in Zukunft dein Hemd selbst wäschen und bücheln. Heinz, jo. Bei sowas sind die Frauen immer gleich empfindlich. Es hat ja jetzt einen Schnellkoch. Wie? Dampfbücheleise. Ne? Mit Dampf, ne? Da ist oben drauf, also mehr vorne, so ein Viertel-Liter-Tank oder was das sein soll, es wird dort drauf gesteckt und fertig. Ne? Jetzt ist es nicht gegangen. In der Gebrauchsanweisung hast du gesehen, da waren Fotos, da ist es gegangen. Nicht, aber kannst du schlecht mit der Gebrauchsanweisung die Hose bicheln. Ne? Jetzt habe ich mir dort angerufen. Ist aber keiner dran gegangen. Das Bichleise pfeift auch wieder das Taraguchi. Ne? Typisch Japaner. Kein gescheites Besteck, aber Fächel in die Stuppe gucken. Ne? Wie haben sie gesagt, wenn sie dreimal kaputt sind, sind sie tot. Ich hab stammtisch gesagt, die hat meine Schwiegermutter noch zweimal leben. Ne? Die hat am Schluss auch so gepifft. Ne? Also ja, schwer auf der Bronche gehabt. Ne? Und die Ilse Werner. Die hat auch immer schön gepifft, ne? Hat mir gut gefallen, wirklich. Ah ja gut, früher hat sich auch nicht kennen, jeder gleiche Klavierleiste. Ne? Und der gleicht dem eine, der bei uns in dem Getränkemarkt als aushilft. Hat eine Brille. Also wenn er eine Frau wäre, könnte man sagen, er kommt ein bisschen auf die Nana Muscuri raus. Das ist jetzt egal, ist jetzt nicht lebensnotwichtig. Der Egger Peter, also mir sind immer nur Pitt zu, ne? Der Pitt Egger. Pitt Egger. Roger Pitt Egger. So heißt der, wo ich ewig gesucht habe. Der pfeift da. Jetzt, warum erzähle ich Ihnen das? Ach so, der Egger Peter hat gesagt, der Pitt Egger wird der Ilse Werner gleiche. Also Pitt. Ich habe gesagt, entweder verwechselst du die oder du mensch jemand ganz anderes. Ah, wo ich gerade was von Prominente erzähle, ist Hilde lest das ja alles über die, ne? Beim Friseur. Also beim Friseur von den Prominente beim Friseur. Also es lest beim Friseur von den Prominente, so, ne? Da hat es neulich da von der Dings da gelesen, wie heißt sie? Sascha Gabor. Ist das die Mutter vom Sascha Hayen? Weil die steht jetzt auch da in dem Guinness-Buch der meisten Rekorde, ne? Wegen ihrem Alter. An der Stelle hat vorher in dem Buch ein Schildkröt gestanden, ne?
was so eine Schildkröte doch ein harter Panzer hat, ne? Kriegst du nicht kaputt. Ne? Kokosnuss kannst du auf der Butte schmeißen, die flieht auseinander, nicht? Aber das kannst du bei der Schildkröte schlecht machen. Ne? Müsste man schon mit der Trennscheibe dran. Ne? Ich war neulich bei einem Kollegen eingeladen zum Grillen, hat es Rollbrote gegeben. Wie der Rollbrote fertig war, wollte man ihn auseinanderschneiden. Sieh, da hat der ein Messer gehabt. Ich habe gesagt, du kannst damit Paniermehl schneiden. Ich habe gesagt, egal was du mit dem Messer machst, du musst immer schlecht abschneiden. So, jetzt haben wir doch gesitzt, das Garagentor hat aufgestanden, wir haben nicht genau gewusst, ob es Regen gibt. Und er hat dort auf der Werkbank eine Trennscheibe gelegt, deswegen komme ich da drauf. Ne? Sieh, der Rollbrote war im 0, nix. So schnell hat der keiner gar nicht gucken. Ne? War der erledigt. Also zerlegt. Ne? In alle, also für sie all, ne? Der Rollbrote war ein bisschen stramm gebraten. Ich kaufe bei einem guten Stück Fleisch lieber ein bisschen länger, wie wenn es weich ist, aber dann nicht schmeckt. Ne? Also ich kaufe lieber länger, weil es gut ist, wie schmeckt mir nicht, aber es ist durch. Ne, hey, nee, verstehen Sie? Ein gutes Stück Fleisch ist dann, wenn es ein bisschen fest ist und ich kaufe länger, ist mir lieber wie... Wenn... Aber es schmeckt mir nicht. Ne? Die Vegetarier lassen das ja alles weg. Ne? Hatte Stefan neulich A1 dabei gehabt. Das hat nur durch das vegetarische Gemüse, nicht? Und durch die, wie sage ich immer, ökumenische Tomate, nicht? Das sind so die berühmte Tolerante. Ne? Die hat kein Stück Fleisch gegessen. Aber ich esse Salat und Gemüse. Könnte ich genauso gut sagen. Esse ich nicht. Wer ist jetzt dort der Intolerante? Die bestimmt nicht. Ne? Und die hat keinen Alkohol getrunken. Dann wundert es mich nicht, wenn man auf so Ideen kommt. Da sah sich doch der Kreislauf irgendwann, ja, du lieber Gott. Ja, und wundere sich, wenn sie keine normale Krankheit haben. Ne? Unser einer, also Menschen wie du und sie, wir haben eine normale Schnuppe, die durch das Körnerzeichen und das ganze Vegetarische essen, die haben Allergie. Ne? Plagge im Gesicht. Und so psychomatische, also jedenfalls ist das nicht gesund. Ne? Im Sutter-Emil haben sie neulich im Krankenhaus, das ist der, wo es Hilde gesagt hat, der wäre in der Firma was ganz Hohes. Der hätte ein paar Chauffeure. Ja, ich sag, ach was. Ich sag, der hatte Fahrschule. Jedenfalls im Sutter-Emil haben sie neulich im Krankenhaus. Ja, die Männer wissen, was ich meine.
der Prostata. Das ist auch wieder so typisch für die Ärzte. So undeutlich, wie sie auf dem Rezept schreiben, so drücke ich es sicher aus. Ne? So kennt Wunder, wenn man weiß, was man nicht hat. Ich war neulich bei so einer Jahresvorhersorge. Sie, der hat mir ein Zeichen erzählt, ich habe nichts verstanden. Ich habe gedacht, wenn du nicht schon tot bist, falsch gleich, pusht weg in der Hin. Ja, es war so, wie ich fort bin, sagt er, also Herr Becker, sind Sie froh, dass alles in Ordnung ist? Dann kommst du doch blöd vor. So, und der Emil, dem sie das im Krankenhaus gemacht haben, der hat gesagt, das wäre Schmerzen. So ähnlich wie, warum wie, wie starkes Sodbrennen. Nur weiter unten. Und ein Stückchen weiter vorne. Ja, sagt Emil, Hans hat die Leitung geputzt. Das ist gut, nein, oder? Nein, gut, nee, komm ich auf. Nee, jetzt, jetzt. Jetzt. Gut, nee, komm ich auf. Übrigens, der hat jetzt so einen Computer, wie der Stefan die ganze Zeit in der Hand will. Und seit der Zeit an seinem Stammtisch nicht mehr E-Mail zum, sondern E-Mail. Ja. Die Frau müssten wir gerade weghören. Wir haben zu ihm gesagt, wie ich das doch im Krankenhaus hat machen lassen, haben wir gesagt, E-Mail. An deiner Stelle hätte ich eine gerade Stille gelöst. Wir haben gesagt, den brauchst du nicht mehr. Ich habe zu ihm gesagt, den bringst du nicht mehr über den TÜV. Das ist gut, hä? Hi, seit wenn sie dort die Plakette drauf machen, ist er fatt. Hi, seit kannst du über die Grube rennen, da bleibst du nicht hängen. Nicht? Also, ja. Hi, seit der lauft nicht ab, also der fällt ab. Nicht? Gut. So, die Frauen können wieder zuhören. Wir haben gerade über die Bundesliga, du. Die Männer müssten mal kurz rausgehen. Nee, ich hätte noch was. Die Woche ist Blumenkohl im Angebot. Was mal weiß, weiß man. Ne? So, sind die Männer wieder da. Und jetzt alle im Salzkammer. Gut. Stehen hier Spaß, oder? Alles klar. Hanse, von dem Unfall gehört, wo der da mit dem Motorrad tödlich verunglückt ist. Das ist der Sohn, also war der Sohn vom Schröder Richard. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es passiert ist, man vermutet erhöhte Geschwindigkeit. Ne? Ob jetzt hat mir jemand ausweichen oder wäre frontal auf die Brücke mauern. Ne? Und die Brücke haben sie extra noch wegen der Umgehungsstraße gemacht. Ne? 20 Jahre, ne? Also 20 Jahre hat es gedauert, bis sie endlich die Umgehungsstraße gemacht haben, nicht? Und werde jetzt dem Bub zum Verhängnis. Ne?
25 Jahre. Hat erst vor 3-4 Monaten geheiratet. Ne? Jener lässt 2 Frauen und ein Kind. Ne? Hat noch so einen Stromverteilerkasten mitgerissen. Ne? Haben wir ja wie lange keinen Strom gehabt. Sind uns in der Tiefkühltruhe wie viel Sachen aufgetaut. Ne? Ist ja auch ein Schade. Ne? Seinem Onkel haben sie erst müssen vor einem halben Jahr das Bein abmachen. Ne? Schon zum zweiten Mal. Ne? Jo, ich habe auf der Beerdigung der Schröder Richard mal gefragt, wie ich der Motorradletterjagd für den Stefan. Ne? Ja, und dort darf man nur 50 fahren. Kommt vielleicht auch noch was hinterher, ne? Protokoll oder? Ja, wenn man sowas hört, ne? Da muss man mit seiner Spaghetti-Soße-Flecke vom Hemd noch zufrieden sein. Ne? Wir haben gestern Spaghetti gehabt, ich habe ein frisches Hemd an, habe vergessen, den Käse über die Spaghetti zu machen. Ich esse den geriebenen Käse normal nicht, aber ich mache ihn halt immer drüber, weil das bindt die Soße ein bisschen. Ne? Und dann pappen die Nudeln besser. Ne? Die Nudeln drehen sich wieder auf nicht? Und ja, falle rückwärts von der Gabel in den Teller. Ne? Satz Hilde, ich glaube, dabei hast du das ganze Hemd versaut. Heißt, ajo, habe ich mal das Hemd versaut. Heißt, was ist so frisches Hemd? Das kann man jetzt gar sehen, wie man will, aber für ihn ist es vielleicht sogar das Beste, dass er tot ist. Schon oft, wo man gehört hat, wo in einem schweren Unfall überlebt, nicht, und dann zeitlebens gelähmt mit dem Rollstuhl da rumläuft. Das Hilde sagt, warum hast du jetzt keinen Käse drüber gemacht? Heißt er, weil ich es vergessen habe. Heißt er, das Hemd kannst du gerade wieder wischen, Bichle. Satz, ajo, muss ich das Hemd wieder wischen, Bichle. Satz, so kannst du das Hemd nicht mehr anziehen. Ja, ich sag, nee, so ziehe ich das Hemd auch nicht mehr an. Satz, war mal wie, hättest du das Hemd kennen, nom esse anziehen. Ja, ich sag, schwätzt doch nicht so amtlich geprüft dumm. Ich habe gesagt, ich muss doch ein Hemd anziehen. Apropos Tote von, heißt das, wollte ich doch Käse drüber machen, ich hab's doch vergessen. Der geriebene Käse in den Plastikbeutel, der pappt's best. Ne? Jetzt ist es passiert, kann man nichts dran machen. Ne? Zielt es halt, ob die Flecke überhaupt noch einmal weggehen. Ich habe gesagt, ich nehme an, dass die Wand dort nicht streichen müssen. Ne? Ne, sagt Hilde, ah, ein Wand streichen jetzt in den Schlafzimmerschrank. Heißt das, an deinem Namenstag. Sagt jo, wann hat dann ich Namenstag? Sag, keine Ahnung. Satz, ach du immer und der schlaue Sprich, heißt ja. Heißt, ich komme aus dem Hause Clever Sunlicht. Vor ein paar Tagen hat mich der Meiergott angehalten, sagte, Heinz hat da beziert. Und ich sagte, oh weh. Sagte, die ganze Tapete wäre voll Falte. Ich sagte, hast du alte Tapete geholt? Ne, sagte, kann man da im Nachhinein noch was dran machen? Ich sagte, du musst Zimmer absperren und können was erzählen.
Und im Badezimmer oder wo wird er jetzt noch neue Platte legen? Na, ich sag, dann kannst du den Schlüssel auch gerade suchen. Dann sagt er, ach du lieber Gott, sagt er, wenn das meine Frau sieht, sagt er, die läuft fort. Sagt, Kutti, kennst du bei mir auch dabei sehen? Heißt, und dann bewerben wir uns bei schöner Wohnen. Ha, der Meier hat aber gelacht. Dann sagt er, ja, und unsere Frau, heißt, auch die gehen zum Fernsehen schaffen. Zu der Wetterkarte als tief. Hoch, Heinz bringt Sonne und Milde. Ab Mittwoch wird's schlechter, kommt's tief Hilde. Gut, kann man Spaß machen. Hä? Kann man Spaß machen. Wenn man den ganzen Tag schafft, kann ich auch mal Spaß machen. Ne? Kann ich nicht immer nur schaffen. Ne? Muss auch mal Spaß machen. Ne? Ich kenne einer, der hat's ganze Leben hat der geschafft. Der hat schwer geschafft. Ich weiß gar nicht, was er geschafft hat. Der hat am Schluss noch ein Haus gekauft, der hat vielleicht 6 oder 8 Wochen drin gewohnt. Herzinfarkt. Aus. Hat sich auch wieder gut erholt, ne? Jo, hat mittlerweile hat er gebaut, ne? Großes Motorboot, Bypass. Ne? Sieht wieder blendend aus, wirklich. Der Doktor hat gesagt, am Anfang müsste halt ein bisschen aufpassen und gucken, dass er sich nicht so aufregt. Ne? Und dann hat er sich jetzt von seiner Frau getrennt. Ne? Und der lebt jetzt mit einer zusammen in Sylt. Ist aber zwischendurch immer wieder mal in Deutschland. Ne? Jo, ich mache auch nicht mehr so viel, ne? Mach mich nicht mehr verrückt. Man macht sich viel zu viel verrückt. Mach mich nicht mehr verrückt. Wenn ich beim Friseur bin und es gefällt mir nicht, sah ich wunderbar. Ne? Ziehe mein Cap an und gehe dort nicht mehr hin. Oder wenn ich im Parkverbot stehe, grüne Strafzettel, bezahle ich das Geld und stelle mich dort nicht mehr hin. Sollen sie gucken, wo sie ihr Geld herkriegen. Ne? Von den ganzen Parkverbotsgeldern und den Geschwindigkeitsüberwachungskontrolle. Von denen Gelder wäre die Beamte bezahlt, die das kontrolliere. Wenn wir uns nicht mehr ins Parkverbot stellen oder schneller fahren, die hätte mancher Beamte aber gucken. Da hätte mancher Beamte dienstags schon Freitagmittag, 15 Uhr. Ne? Und viel Herio Freitags schon so früh aufzuschaffen, die müssen donnerstags schon daheim bleiben. Ne? Wir machen unsere ganze Busfahrt vom Verein, sagen wir zum Oktoberfest in München oder so, nicht? Im Prinzip auch aus Busgelder. Nicht? Ah ja, wenn wir zu spät kommen im Verein oder der Schlüssel vergessen vom Nebenzimmer vom Eckstübchen, 5 Mark in die Vereinskasse, fertig. Stell dir mal vor, wir wären immer pünktlich und würde immer an den Schlüssel denken. Ein, wir könnten eben um den Bus rumlaufen, nicht? Und auf der anderen Seite wieder heim. Ja, man muss wissen, wie der grobe Zusammenhang grob zusammenhängt. Ne? Das muss der Ottmar Baldes demnächst auch wissen. Wissen Sie, ob Sie ihn kennen? Das ist der Sohn von Georg Baldes, unser Kassewart. Und der geht jetzt heiraten, also sein Sohn. Ne? Und weil jetzt der Vorstand vom Verein, der ist krank, haben sie mich gefragt, ob ich da so ein paar Zeilen aufsetze. Vor die an der Hochzeit vorzulesen, habe ich gesagt, ich lese es Ihnen mal vor, oder? Doch, ob man das so machen kann, nicht nur. Wertes Brautpaar, liebe Gäste, im Namen des Kleintierzuchtvereines möchte ich dem jungen Brautpaar
am heutigen Jubeltag die besten Glückwünsche übermitteln und für diesen hoffentlich einmaligen Tag. Nee, Moment. Und für diesen einmaligen Tag hoffe ich, dass er ein Schritt in eine glückliche Zukunft sein wird. So wünsche ich der jungen Braut für die zukünftige Hausarbeit eine glückliche Hand. Verehrte Gäste, also die dann dort, ne? Der Kleintierzuchtverein mit seinem Vorstand Gregor Schindler, der rechtzeitig zum heutigen Tag krank wird, zeige ich jetzt nicht, wie man das schreiben soll, also krank wo ist, ne? Wünscht dem jungen Brautpaar auf ihrem weiteren Lebensweg viel Glück und Harmonie. Diese Wünsche gelten auch für die Eltern, die am heutigen Festtag voll stolz auf ihre Kinder hinunterblicken können. Die Mütter der beiden verlieren zwar am heutigen Tag gewissermaßen ein Kind, doch gewinnen sie ein weiteres hinzu. Wenn sich zwei junge Menschen in der heutigen Zeit das Ja-Wort geben, ist nicht selten eine ernste Absicht dahinter. Nämlich glücklich in Harmonie miteinander zu leben. Diesem Wunsch schließt sich der Kleintierzuchtverein mit all seinen besten Wünschen an. Beim Bräutigam hat der Verein die Hoffnung, dass wir ihn bald als Mitglied in unserer Runde begrüßen dürfen. In diesem Zusammenhang möchte ich noch Folgendes erwähnen. Der Beitrag steigt ab Oktober. Um 2 Mark pro Monat. Der Beitrag ist dann jeweils am 1. des Monats fällig. Weiterhin möchte ich noch sagen, dass dienstags immer eine Vereinsversammlung ist. Mittwochs ist Stammtisch und freitags Kegelabend. Alles jeweils im Eckstübchen 20 Uhr. Der Verein, insbesondere der Vorsitzende, möchte sich schon jetzt bei der jungen Braut für das Verständnis bedanken. Noch einmal also unsere beste Wünsche dem jungen Brautpaar, denen ich am Schluss meiner Ausführungen einen Satz mit auf den Weg geben will, der nicht so ganz zu ernst zu nehmen braucht. Er stammt von unserem Vereinsmitglied Kurt, also der Meier Kurt. Er sagt nämlich immer, auch Schwiegermütter sind Menschen. Meier Kurt ist ein Dummschwätzer. Ich bedanke mich auch bei den Gästen, dass sie mir für meine Worte ihr Ohr zur Verfügung gestellt haben. Nochmals also alles Gute. Fertig. Kann man so lassen, ne? Ja. Hat Ihnen gefallen, oder? Ja. Soll ich es nochmal lesen? Nee, nee. Ich bin mal gespannt, was es so gibt. Was? Ja, wer war denn das jetzt? Hä? Was für Maulach war denn das? Wer hat doch auch hätte gesagt, sie in die erste Reihe gucken und alles drauf. Ob das fällt was raus, ne? Das letzte Mal jedenfalls hat es keine Kokette gegeben. Ne? Wie ich immer. Was? Wer war denn das? Hä? Wenn Sie Ihr Sohn suchen, Ihr Blätter, huckt Gott und. Noch irgendjemand, irgendwie was. Irgendetwas, wo kein Sau interessiert. Als drauf. Ja, vor allen Dingen die. Bäcker, Namen, Frau. Also an der Stelle hat jetzt noch keiner so saudumm dazwischen gekommen. Ich
Schmidt, mir wäre es egal, aber wenn's Licht angeht, die Blamage, ne? Ich würde Ihnen empfehlen, von vorne bis hinten mit dem Gesicht an der Wand entlang, weil damit man sie nicht mehr kennt. Ja. Wie ich ihr Meierkurt erzählt habe, dass der Stefan immer dann, wenn es Salzkartoffel gibt, aus Opportunismus Krokette isst, sagt er, er wird sich immer Nudeln bestellen, wenn sie mal fortgehen. Ne? Dann wird seine Frau immer sagen, er soll Reis essen, das wäre gesünder. Und dann sagt der Meierkurt, er vermutet, sagt er, die macht das nur, weil sie annimmt, er wird Reis nicht gern essen. Ne? Und er sagt, ich esse auch Reis. Ne? Dann wird immer zu seiner Frau sagen, ajo, ich kann auch Reis essen. Ne? Und dann regt sie sich immer auf. Sagt sie, du isst jetzt nur Reis, damit ich mich aufrege. Ne? Und wenn er dann sagt, ey, du hast doch gesagt, ich soll Reis essen, dann wird sie immer sagen, jo, du hast gesagt, ne? Du hast gesagt, ne? Sonst hörst du auch nicht auf mich. Dann wird sie immer sagen, ess grad, was du willst. Sagt er, dann bestelle ich mir halt meine Nudeln, ne? Ich habe zum Stefan gesagt, bis du dich immer mit deiner Krokette blamierst. Aber wenn dann, und so muss man das auch mal sehen, dann, nur, ich sah nichts mehr. Lese Ihnen jetzt zum Abschluss, quasi zum nahtlosen Übergang zum Abschied, drei kleine Werke vor aus meinem Gedichtband Opuscula. Die eine oder der andere fragt sich vielleicht jetzt, was ist eigentlich Opuscula? Nun, Opuscula ist der Plural von Opusculum. Das ist immer die Stelle, wo die Humanisten sich heimlich auf die Schenkel klopfen. Weißt du noch, Alter, damals das große Latinum? Und als Antwort kommt dann immer, ja, ich sehe sie noch vor mir, die Sammeltoilette. Ein kleiner Scherz für die Minderheit. Für Randgruppen. Wie Zahnärzte, Zuhälter. Der jüngste Tag. Wenn die Zeit sich von den Uhren trennt und alle Völker sich erheben, wird aufgerufen zu dem Konvent, der abschließt alles Erdenleben. Es gibt kein Schwarz, kein Gelb, kein Weiß, nur Menschenkinder, Hand in Hand. Und jeder Gott schließt nun den Kreis, den man den Sinn des Lebens hat benannt. Millionenfach die Völkerschar. Auch du fühlst dich bereit und die Erkenntnis scheint dir klar. Jesus, was ein Haufen Leid. Das Kaleidoskop. Eine bunte Zauberwelt steckt in dem Kaleidoskop. Je nachdem, wie man es hält, ist das Muster klein mal grob. Schmetterlinge bunt im Glase, Träume funkeln, die sich drehen. All das tanzt auf deiner Nase. Zauber lassen es geschehen. Zauberwelt? Ich sehe keine. Leuchtet nicht.
Der Schein bleibt stumm. Hör mir zu, beacht das eine, du haltst das Ding verkehrt rum. Ausgebrannt der Lebenswille, denn die Minute, die noch bleibt, schwingt unaufhaltsam bis zur Stille. Langsam löst der Wahn das Herz, willenlos entkrampft die Hände. Aus dem Körper schwebt der Schmerz so, als ob er Glück empfände. Er steht frei, die Brücke schweigt, schwarzes Tal die Nacht verwischt, bis er sich nach vorne beugt und ein Seelenlicht erlischt. Alle kannten ihn als heiter, jeder ihn als Freund benennt. Doch das Leben geht schnell weiter. Ich habe ihn so gut wie nicht gekannt.